Lädt ja einfach nochmal. Also wir sind jetzt ganz frisch aufgeladen. Alles klar. Ich nicht vorbeilaufen jetzt können. Skill Sandra. Einfach permanent jetzt drauf gehauen. Putzen wahrscheinlich trotzdem. Stimmt. Keine Ahnung. Probieren wir jetzt einfach mit unserer Verzweiflung. Scheiß Magier, musste das wirklich sein? Vierten Mal klappt. 100 XP. Alter, jetzt haben wir doch Level 11 oder so. Ich hab das. Also, wir sollen aufpassen wegen dem Monster seinem Verhalten und wir haben Spell gelernt. Hey, die Fähigkeit. Was hat er denn für einen? Matsch. Sobald er das sieht. Matsch. Ich will da nicht hoch irgendwie. Kann ich die Pflanze machen? Nee. Ach krass, wir sind ja schon fast am Ende. Ich will da nicht hin. Oh fuck, das shit. Nein. Visitors unwillkommen. Ach, tatsächlich. Willkommen. Ich will aber den Pilz. Ich bin nicht willkommen. Oh, die Rare Mushroom. Die soll er zur Hexe bringen, oder? Vielleicht bringst du es noch was bei. Das stimmt. Oder wir reden erstmal damit. Okay. Oder. Aber vielleicht müssen wir gegen sie kämpfen. Vielleicht speichern wir erstmal, bevor wir wieder gegen dieses scheiß Mistvieh kämpfen müssen. Ich hab ne Idee. Ich versuch was. Pass auf. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Kannst du nicht irgendwie durchlaufen, ohne dass die mich erwischen? Ich glaube, das erwischt dich nicht, sei nicht so special. No living thing can pass through and on this purpose, yeah, equals and it's special. Also, konntest nicht durchpassen, also der heißt bei Sachen, die spezial dafür endfertig sind. Die wollte doch zu. Irgendwo steht doch, was die Tussi wollte von uns, oder? Den Pilz, den musst du da eingesammelt. Stimmt, ja, bei Items. Bei Items kannst du gucken, was wir gerade eingesammelt haben. Aber einen. Die wollte doch fünf. Ja, ich glaube, wir müssen zurück und dann gibt sie uns so eine Rüstung. Mhm. Hey, wir haben immer noch Health Potion. Krass, wir haben es geschafft ohne Health Potion. Ja, wir sind ja zu oft gestorben. Irgendwann muss es ja sein. Krass, der Chris hält die Farbe. Wir sind halt durchgehauen. Ja, der war erst blau und jetzt ist der gelb, weil wir durchgegangen sind. Die Wäsche hängt immer noch draußen, Alter. Diese faule Hexe, ey. Das ist für die nächste. Ja, die hängt immer gleich an der gleichen Stelle. Wobei sie so viel auf Auswahl hat. Die Gruppe ist fertig. Ist die beste, wo sie bis jetzt erst hatte. Nach einer langen Zeit. Sie sind eine richtig gute Mutter. Und deswegen will sie sie mit dir teilen. Wer an der Suppe aus Nasty Roots. Hä, und wem wollen wir die uns geben eigentlich? Ach, diese Feuerwesen da. Trink's nicht. So als ob das so Wodka wäre oder so. Wie will ich denn use? Nutze. Ma. Wenn du eben nur irgendwann mal ein Feuer überqueren musst, dann. Ja, keine Ahnung. Throw it at it. Hm? Wieso ist die Hexe plötzlich schwäbisch? Warum sie jetzt schwäbisch ist? Sie ist die Zwillingsschwester. Ja. Okay. Ist der Schatten. Also, du musst halt jetzt das scheiß Feuerzeugsuppe da über das Feuer schmeißen. Und dann, wenn du es geschmissen hast, will die Flamme dir entweichen und du kannst durchhauen. Aber bei Pass auf, kannst du nur einmal benutzen. Aber ich dachte. Ach nee, falsch, warte. By the way, I brought you something. Ach, ich hab dir was mitgebracht, du alte Hexe. Die Prinzessin schaut dem der Hex diese komische Pilzle, wo sie aufgepackt hat. Und gibt sie dir wahrscheinlich dann später auch. Oh, perfekt! Perfekt
Das ist richtig selten, ne? Ja. Seltener Pilz halt. Jetzt haben wir es der Gabber, so wie ich gesagt habe. Wir haben 50 XP-Punkte gesammelt. Ist das nicht klasse? Alter, wir richtig krass aufgelevelt, ey. Und ich habe sogar noch eine Robe bekommen. Stimmt, ist die irgendwie sicherer Robbe? Oder so? Eine Robe. Ach so. Ah, was für eine Robe, die kannst du fressen. Robe. Eine Magic-Robe. It's a girl of magic. Magic, magic, magic. Magic. Jetzt nicht, kennt ihr diese Serie? Ja. Yeah. Die gibt's nicht mehr, oder? Ich glaube, ich habe so nur ganz kurz, oder? Ja, stimmt. Wobei. Was ist damit? Ja, nee, dann ist es einfach nur ein Quest-Gegenstand. Wir haben 65 Gold, also wir können jetzt wieder schlafen gehen. Jetzt muss ich aufpassen auf das scheiß Vieh. Pech hast, kommt es nämlich wieder in Gagger. Nee, jetzt haben wir ihn getötet. Und wenn er wird, wird es mit seinen eigenen Waffen schlagen. Da guck! Der Kristall, hä? Jetzt ist er. Hä? Der tut einfach nicht glitzern. Wir können jetzt nur einmal benutzen. Aber nur einmal durch. Es gibt kein Zurück mehr. Ja, als wenn wir hier. Okay, wir speichern hier mal, würde ich sagen. So einfach schaffst du es, da nur ein einziges Mal drüber zu kommen. It's you! Ja, it's ich bin's! Das bist ja du, du Sau. Hab die endlich gefunden. Jetzt kommt der scheiß Brüll. Jetzt nimm mal einmal doch, dass du für mich gekommen bist. Wenn er es nicht versteht, spürt. Ich auch nicht. Jetzt, dass ich daran denke, ich war sehr, sehr, sehr sauer mit dir. Ja, aber das ist jetzt nicht Time dafür, Zeit dafür. Hau mal ab. Let it go. Zu wer? Hast du eine Idee, wo wir hingegangen sind? Müsste ich das? Wäre ich schon lange weg? Blödsinn, woher soll ich denn das wissen, du Schnepf? Der Only Way. Als der einzigste Weg raus. Wir müssen den komischen Witzarten killen, aber da hat er richtig Angst. Bist du ein Mordu-Bubde? Ich bin richtig stark geworden. Ich habe ein paar richtig geile Fähigkeiten gelernt. Und alter Mann. Buckys habe ich auch zugelegt. Und der Zauberer sollte sich in Acht nehmen. Okay, ich vertraue dir jetzt mal. About fighting him. So, but wenn das the only way it is, then yo, it's okay. Ah, aber wir müssen das zusammentun, weil ich habe zwar keine Fähigkeiten, oh doch, hat er schon, ich habe falsch gelesen, er ist blöd. Er hat ein paar Fähigkeiten, die möchten vielleicht gut sein. Juhu. Also, wir haben jetzt einen Frosch in unserem Gebäck und speichern das mal ab. Ich spreche jetzt gerade nur Schwäbisch, weil die Leute hinter mir schon einschlafen. Ich bin Dana. Willkommen zu der Schwäbischen Land. Wollen wir die Brücke überqueren? Okay. Ja, wo ist der Frosch jetzt einfach? Will aber nicht. Der Endgegner ist so hart. Ich hab so dreimal versucht, ihn zu töten. Endgegner. Dünne. Will da nicht rein. Dieser Turm sieht aus wie diese Dosen. Ich weiß nicht, wo nochmal hier drinnen ab. Stimmt. Hab ich denn gehört? Halt mein Schäfer. Der Turm sieht aus wie diese Dosen von den Schokokoalas. Verstecken. Wie bin ich da? Gehen wir hoch oder runter? Runter.
Da sind Frösche, die müssen wir befreien. Links oder rechts? Links. Und da ist Taub. Also wir sind im Gefängnis unten. Aber versuch mal, ob du sie schon aufmachen kannst. Hast du mit Enter gemacht? Locked. Und das da unten? Ja, das ist auch locked. Locked. Was steht da vor mir? Hier ist Gold. Oh, da ist ganz viel Gold auf dem Tisch. Mann, der Zauberer ist aber reich. Mich interessiert das doch nicht. Papa hat noch mehr. Und außerdem, sie findet glänzende Sachen viel schöner. Aber könntest du damit alles kaufen? Yeah, bist vielleicht richtig, aber weiß hätte vor, being a princess, I deserve better. Sie bekommt, sie möchte mehr. Egoismus ist ihr Haus und ihr Habe. Papa ist always complaining, dass er so safe ist, so arrogant ist. Und du knows, die court ladies don't respect me enough. Ja, ist aber komisch, wenn du so egoistisch bist, Lebsa. Aber wenn man diesen komischen und widerlichen und ansteckenden oder blähen halt Zauberer besiegen, dann werde ich mein eigenes Königreich hier errichten. Oh Gott, ich glaube, ich sollte ehrlich meinen Mund mal endlich halten können. Ah, ich kann kein Gold erfassen. Ah, nicht. Können wir Waffe holen? Ja. Nö, kann ich nicht. Geht nicht. Die wollen mich echt in den Kampf reinschicken ohne Waffe? Sind die bescheuert? Ja. Aber wir haben so voll den Banner-Storm-Spruch drauf. Na, ist das nicht putzig hier? Die Waffe ist unser Bund. Haben wir Schatztruhe gefunden. Wenn da ein Schlüssel drin ist, dann befreie ich erst Frösche, oder? Und eine Hilfspotion. Voll. Das ist richtig geraten. Was? Hab ich richtig geraten? Ist da der Schlüssel drin? Ja, aber es kann vielleicht auch nur ein Schlüssel von irgendeiner Tür sein. Frösche oder Taub? Frösche. Ja, sind die taub. Wenn die auch nicht fit. Dann. Ich auch nicht. Ah, thank you. Bitte schön. Hab die auch lieb. Da, lies mal. Der Zauberer hat etwas fallen lassen, als er mich hier zurückließ. Hier, du kannst es haben. Oder ja, okay. Ich denke, es ist ein Schlüssel zu dieser Zelle, wo die Armfrösche weggeschlossen sind. Ich hoffe, er kommt nicht zurück für diesen Schlüssel. Dann sehe ich so. Wie, ich kann da jetzt nicht nein. Ja, folgt mir oder folgt mir nicht, du Blitzer. Der hat aber den so viel Spaß. He came to free you. I'm free. I just bet. Dankeschön. Ey, diese Frösche sehen von hinten einfach aus wie Nasen. Naja. Der Zauberer hatte ein paar Frösche genommen. Vom Wasser halt. Und hat uns hier kalte bis zum Essen. Wir dachten, wir wären so gut wie tot. Take this magic potion as a token of our gratitude. Na, wie schön. Als wir magic potion bekommen. Danke. Und die folgen und wir können denen jetzt auch nicht hinterher und die können. Wir sind jetzt einfach nur frei, so. Dann gar nicht. Wir können nicht in das Wasser.
Ja, ja. Wir müssen ihn jetzt bekämpfen. Wir müssen ihn jetzt bekämpfen. Okay, dann mache ich mal Spalten. Oh, stimmt, ja. Okay. Weiß ja nicht viel, aber ein bisschen weiß ich. Oh, shit. Boah, die sind. Oh, die nerven mich richtig, aber guck, dieser Feuervogel und der ist richtig. Das schafft mir schon. Hallo. Na, Karin euch erlaubt hier, machst du Sweep. Komm schön. Fuck the shit, I'm up the best. Skill. Wollen wir Muddies machen? Das ist schon ziemlich viel, aber ja. Achso, und was soll, was kann der? Hm? Weiß ich nicht, was kann der so? Ja, der kann diese beirren. Machen wir das. Bam. Skill. Mod. Müssen wir. Ja. Stößtes. Nee, erstmal die Finde. Ich dachte, ich hab du was gehört. Oh, ein Vogel, ich komme. Shit. Ach, mit was? Ja, mit Mod. Mit Muddy. Ich persönlich nicht auf, das ist ein Frosch. Freiwillig ihm zum Essen begrüßen will. Aber wenn du schon da bist. Haha, wir sind schon tot. Wir sind nur so der Frosch alleine. Defend oder Skill? Skill, Defend bringt auch nichts. Alter, der könnte das so echt noch schaffen. Nee, ja, 24. Glaube ich nicht. Hey, Alter. Ich glaube, ich muss da nur ein bisschen schnell sein, dass der so lange confused ist. Defend, hä? Huh? Item? Eine Heals Potion oder Magic Potion? Was macht denn Magic Potion? Keine Ahnung. Echt? Ja, du machst eigentlich sterben. Nee, muss was anderes machen. Ja, jetzt sind wenigstens wieder Mana. Jetzt können wir dich wieder konfrontieren. Alter, ich hab so lange dafür gebraucht, ey, so drei Anläufe, bis ich den töten konnte. Item. Du Scheiße. Und was jetzt? Jetzt geht nicht. Ja, guck mal, Item, ob wir wieder so ein Magic-Ding haben. Ja, wir haben Apfel oder ein Korn, Acorn. Nee, Apfel ist, glaub ich, auch noch HP. Acorn? Sterben, ja. Dachte ich auch, oder? Man kann ja noch Escape machen, oder? Wäre so einfach, hätte ich schon längst gemacht. Boss Battle!
Wir müssen es schaffen, dass wir mehr von diesen Feuerviechern erledigen, bevor der kommt. Hm, das geht ja nicht voll schnell. Aber dann würde ich nicht gleich im Abwürgen, sonst ich glaube, Thunder oder so, eine Feuerwurst ist nicht so gut. Thunder. Aber was, sie bestehen ja nicht aus Feuer, ich glaube, das ist das Einzige, was. Ja. Aber dann soll der Frosch einfach nur Attack machen und nicht sein Mana benutzen. Echt? Oder der Frosch macht einfach nur Confuse und wir machen Attack. Aber wir können jetzt erstmal so machen. Und was soll der machen? Attack? Ja. Ja, weil dieses Map-Ding reicht vollkommen aus. Machen wir es gleich, oder? Das Map-Ding? Ja. Ich glaube, das killt gerade ziemlich gut. Ja, wir brauchen es halt später dann auch für den Wizard. Ja. Und da war Attack. Ach, scheiße, rechnet. Also, was brauchen wir für den? Mord auf jeden Fall. Und für den? Confuse. Müssen wir trotzdem mit Mob kämpfen. Aus geht dann mit Sandra. Ja. Hoffe, es geht. Oder hier. Ja, probier mal. Und er? Auch confused. Der Ernst? Ich muss Attack machen. Oder warte, Item. Ja, stimmt. Ja, doch, wir haben Magic. Machen wir. Ja. Ja. Und der? Wieder sein Skill. Hat aber nur noch einer. Das wird reichen. Oh, shit. Shit. Aber jetzt kann er das Skill. Ja. Keine Ahnung. Und der kann nur noch attacken. Ja. Endlich! Endlich! Wieder 43 XP. Okay, dann gehen wir weiter hoch. Warte mal. Bitte. Ich will ja nichts sagen, aber ich möchte ein bisschen den Safen und so. Verschwand. Das Feuer sind auch weg. Und ich stopp sauber weg. Ich kann mein eigenes Königreich erschaffen mit dem. Willst du die Frösche hier auch leben lassen in dem Kuchen? Boah, weißt du. Mein Königreich braucht ein paar Sachen. Schon ganz viel Arbeitsmacher. Wenn du möchtest, dass es ein richtiges Königreich entsteht.
ein Jahr später. Die sind ja schon so groß. Eure Majestät. Ah, bist du das? Ja, bist du. Deine Gäste haben. Sind ja ankommen. Unerwarten. Warten sie im Esszimmer. Fast. Ich bin gleich da. Danke. Oh yeah, I'm gonna buy something. Eine Delegation von Goblins ist hier, um zu etwas zu diskutieren. Manche Frösche sind auch da und warten bereits im Esszimmer. Es ist über das neue Brücke, okay, die wir bauen. Über den See. Fluss. Denke ich. Oder? Na, wurscht. Komm mit, wenn du möchtest. Oh yeah, fancy. Hallo. Wir sind hier, um Zeugen zu sein bei der Vereinigung Landstreck. Wir sind hier, um zu berichten, dass unsere Mission erfolgreich war. Hexe hat uns Pilze gegeben. Er hat alle Pilze gekauft. Die werden schön preislich sein. Excellent. Ja. Na bra. Wir brauchen Gold. All das Gold, was wir haben können, um unsere Bauten für die Brücke fertig zu stellen. Apropos Brücke. Wir sind gekommen zu besprechen mit die Eröffnung des neuen Goblin Inn. Auf der anderen Seite. Hey, cool. Sollten wir dich unseren Gästen etwas zu essen anbieten? Das kommt jetzt schlecht. Also ich habe meine Maid dazu beauftragt, ihnen Tee zu bringen. Tee? Okay. Aber das ist doch Dinner. Von hier so der Winkel. Und so das neue Königreich wurde unter der Herrschaft der Prinzessin beherbergt und dem Frosch als der Gudens als Bildschützer, keine Ahnung. Bildschützer, ihr könnt selber lesen. Ja, oh, wir haben es durchschneiden, oder? Ja, und das Spiel durch, ne? Oh, fuck this shit, I'm out. Fuck this shit mal. Ja, Alter, durch. Wie viele Stunden waren das jetzt? Ey, in einer Nacht, Mann. 3 Stunden, 2 Stunden. Jetzt ist 2.14 Uhr. Alter. Also, wir sagen Tschüss. Bei uns schläft der Sächsische. Und der Schwab geht jetzt auch. Und die Brillenträgerin geht auch. Gute Nacht. Adios. Adios.